Raise the Vermilion Banner. Kapitel 2. Das Banner des Feuervogels. Fearing an attack with a second Ultima Bomb, the Kingdom of Concordia, home to the Azure Peristylium, began defending the airspace over its territory and that of the Dominion of Rubrum. Concerned the war might spread to other nations, Concordia sought an immediate cessation of hostilities, but was rejected outright by the Dominion of Rubrum. With large portions of land occupied by the Empire, the Dominion was reluctant to accept a ceasefire, as that would be a silent concession to the Empire's act of aggression. The Consortium of Eight, Rubrum's supreme ruling council, spent several days debating how to recover their lost territory. With our forces' current state, do you really believe we can defeat the Empire in a full-scale conflict? We'll have to abandon our outer territories and focus on defending the capital and retaking key strategic areas. We can make up for our disadvantage in numbers with the sea. The Empire already unleashed the sea on us during this invasion. We're lucky that it wasn't a Primus. If they want to throw dirt at us, I say we just throw it right back at them. My, you've quite the sense of humor. Do you really think a lessee would accede to the wishes of the Consortium? Why not? The Vermilion Bird Crystal was attacked by an enemy lessee. It was put in danger. There's no way that its lessee could refuse to aid us in this situation. And if the lessee operated by that logic, you might actually have a point. Only the Vermilion Bird Crystal has the power to direct the lessee to help us. And the wills or wants surrounding that do not a productive discussion make. Might I offer a suggestion? I understand the cadets who were involved in the liberation of the capital were unaffected by the jammer and managed to repel the White Tiger Lassie. Can we create more soldiers with the same magic technology used to create them? Sorry I'm late. You can't simply repeat what I've done with the children. And the tech itself is classified. Disclosure is out of the question. Dr. Aracia, have you learned anything about the crystal jammer? Very little, I'm afraid. I can say with certainty, though, that no human could operate the jammer. It would take a lessee. However, my scanners haven't detected any major disruptions since Lorica's little disappearing act. Based on the data, I believe that something has happened to the lessee, and the jammer is inoperable. Even if that's true, do you have an actual plan to get us out of this current mess? Just deploy the cadets. I believe that is the best way to turn the tide of battle without compromising our defenses. Undeniably, the Agito cadets would make for a potent implement of war, but... Would it not be seen as an expansion of the role of those defending the Peristylium? No! If the sea won't help us, what choice do we have? Very well. Shall we defer to the Chancellor's judgment?
The Dominion's very existence is imperiled. Each of us will be put to trial. Even the Agito cadets. And if Rubrum is at stake, they would welcome those challenges. Very well, then. Shall we make it official? Brunnenplatz. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Type O. Wir beginnen das zweite Kapitel und eine Sache muss ich mal sagen. Und zwar diese Agito-Kadetten. Dieses Wort Agito sollte ursprünglich mal der Namensgeber des Spiels sein. Es sollte eigentlich mal Final Fantasy Agito 13 heißen, glaube ich. Oder 13 Agito, keine Ahnung. Und diese Agitos, das sind der Sage nach diejenigen, die den Untergang der Welt, der eigentlich als unvermeidbar prophezeit wurde, verhindern. Jeder wäre gern dieser Agito und die scheinen ja irgendein besonderes Programm durchlaufen zu haben, das dazu führt, dass sie eben von den Kristallmanipulatoren nicht beeinträchtigt sind. Was genau es damit auf sich hat, werden wir bestimmt noch erfahren. Und ich habe beim letzten Mal ganz am Ende ein bisschen was Falsches gesagt. Natürlich war nicht das Reich von Lorica das letzte, was noch übrig ist, sondern das Reich von Lorica war das, das mit der Ultima-Bombe beschossen wurde und jetzt nicht mehr existiert. Concordia ist das letzte Reich, das ist azurblauen Drachen und das haben wir ja schon jetzt in dem Filmchen mitgesehen. Das hat dann entsprechend auch reagiert und mitgekämpft. Und ich muss sagen, so ein bisschen erinnert mich die Akademie ja an den Barlamp Garden aus Final Fantasy VIII. Die Seed waren ja auch so im Prinzip auch Kadetten, die dann halt im Krieg halt gekämpft haben. Gut, ein bisschen anders natürlich, weil die schon Söldner waren, als Söldner ausgebildet wurden. Während das hier Leute mit einer direkten Zugehörigkeit sind. Aber naja, was soll's. Oh, ohne Vertonung? Na gut. Herzlich willkommen. Keiner von uns wollte das Gerücht über die im Kampf gegen die Militen siegreichen Kadetten in den feuerroten Umhängen glauben. Aber hier seid ihr also. Mein Name ist Aki, Kadettin der Klasse 1. Willkommen an der Akademie des Roten Peristyliums. Als erstes solltest du dich in dein Klassenzimmer begeben. Wir können dich offiziell nur dann registrieren, wenn du deinen Kommandanten getroffen hast. Bieg in der Haupthalle scharf nach links ab, schon bist du auf dem richtigen Weg. Du hast eine Karte des Akademiegeländes erhalten. Öffnest du das Menü mit der Stadttaste, siehst du auf der Karte dein nächstes Ziel mit einem Vogelsymbol markiert. Ist das überhaupt die Stadttaste? Ich glaube schon, ne? Neben all unseren Privilegien dürfen wir auf keinen Fall unsere Pflichten vergessen. Also geh schon und lass deinen Kommandanten nicht noch länger warten. Geht klar, Mädchen. So, gucken wir mal kurz. Nein, das war nicht die richtige. Dann ist es wohl die Select-Taste. Oder auch nicht. Ist es doch hier mit? Ach doch, Weltkarte. Hier ist es doch. Ja, Weltkarte ist ja aber auch nicht das Richtige, oder? Wie kann ich denn... Ach so, das geht bloß mit dem Steuerkreuz, nicht mit dem Stick. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit, um mich ein bisschen an den Xbox-Controller zu gewöhnen, andere Spiele mit Xbox-Controller gespielt, damit ich zumindest erstmal weiß, welche Tasten A, B, X und Y sind. Ist halt doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man es wirklich vorher noch gar nicht gemacht hat. Und für mich war es ja in der ersten Aufnahmesession wirklich das allererste Spiel, das ich überhaupt mal mit einem Xbox-Controller angefangen habe. So, ich hatte den ja extra dafür noch gekauft, weil das Spiel leider keine anderen Controller akzeptiert. Rubrumer Bürgerin. Hast du dieses fliegende Schiff gesehen? Das ist so hui! Einfach über uns hinweg. Ja, natürlich. Okay, die Sprachausgabe ist also, wie es in den anderen Final Fantasy Teilen glaube ich auch war, nur in wichtigen Zwischensequenzen vorhanden. Wer bist du denn? Du siehst wichtig aus. Ah, ein Militärattaché, total. Dieser Bereich befindet sich noch im Wiederaufbau. Hier hat der Angriff Milites viel Schaden angerichtet. Ebenso wie in den Herzen der Bürger Rubrums. Na gut, dann machen wir uns mal nach drüben auf. In die Anlage rein, ja, in das Haus. Können wir mal kurz mit denen hier sprechen. Ich glaube, da gibt es nicht viele wichtige Infos, aber einfach mal so zum Spaß.
Kadettin der Klasse 8. Militische Soldaten könnten in Verkleidung direkt unter uns wandeln. Ja, bisschen Paranoia muss sein, ne? Wenn du über jemand Verdächtiges stolperst, schnapp ihn hier und hol ein paar Informationen aus ihm raus. Klar doch. Oh, ein Mowgli. Wie niedlich. Mowgli der Klasse 1. Okay, die scheinen hier tatsächlich irgendwie integriert zu sein in das ganze Akademiesystem. Ich glaube, wir haben uns einander noch nicht vorgestellt, Kupo. Ich bin der Mowgli der Klasse 1, Kupo. Die sehen in dem Teil etwas gewöhnungsbedürftig aus mit der riesen Knubbelnase und dem farbigen Bommel auf der Rübe. Na gut, warum nicht? Ist aber interessant, dass die mal eine aktive Rolle einnehmen, so richtig mit in dem Spiel. Haupthalle. Sieht schon edel aus. So, scharf nach links hieß es, ne? Ich würde sagen, den Rest schauen wir uns später an. Wenn sie uns so sagen, dass wir scharf nach links sollen, dann machen wir das auch erstmal. Wir werden bestimmt noch früh genug in die anderen Teile kommen. So, oh, da ist er ja schon, die Chefin. Die Dr. Al-Rasha. Ace, ich habe schon auf dich gewartet. Bevor du offiziell zum Kadetten wirst, muss ich dir noch etwas sagen. Wie bisher werdet ihr auch weiterhin Anime für mich sammeln. Daran wird sich nichts ändern. Es gibt nur einige wenige Menschen in Oriens, die wissen, wie man Anime einsammelt. Neben euch sind das die Beamten der Magiefakultät. Und noch sehr viel weniger Menschen wissen, was es mit den Anime wirklich auf sich hat. Oh ja, das würde mich auch interessieren. Zwei neue Kadetten werden sich heute der Klasse 0 anschließen. Über die wahre Natur der Anime wissen sie allerdings nichts. Ihr seid zwar in derselben Klasse, aber gleich seid ihr nicht. Ihr 12 seid etwas Besonderes. Vergiss das nicht. Okay. Das haben wir ja schon gemerkt, dass wir irgendwie besonders sind. You look well. Eure neuen Klassenkameraden werden erfahren, dass Anime der Ursprung unserer Magie sind. Mehr nicht. Weiß ich denn mehr darüber? You look well. Okay, mehr hat sie aber auch nicht zu erzählen. Ah, was zum Speichern, sehr schön. Wir müssen jetzt zwar nicht speichern, aber wir können bestimmt was aufwerten, denke ich mal, oder? Schauen wir mal in die Fertigkeiten. Oh, hier sind jetzt alle drin, die es gibt. Das sind ja doch ein paar. Wir kennen ja eigentlich so richtig nur Nine, Ace und Queen. Und ich weiß gar nicht, wer ist dann noch dazugekommen? Mit wem haben wir noch gekämpft? In dem Kampf gegen die Lassie? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Seven war mit dabei. Werden wir bestimmt alles noch sehen. Auf jeden Fall gibt es ja einiges an AP auszugeben, sehe ich gerade. Könnten wir natürlich jetzt machen. Ich könnte aber auch noch warten bis später mal. Was sind die Kuppel? Errichtet eine sichere Zone, in der TP generiert werden können, ohne Schaden zu nehmen. Komm. Voll auf Angriff für Nein. So, da hätte ich jetzt viel zu tun, glaube ich, mit Punkte vergeben. So, der hat 8. Pfeilregen lässt mehrere Pfeile auf den Gegner niederregnen. Aha, interessant, interessant. Die Kosten oder die Stärke? Machen wir mal die Stärke. Kann am Anfang nicht so schlecht sein, erstmal die starken Sachen hier zu verbessern. Greift das Ziel an und entfacht gleichzeitig eine Feuerbarriere. Warum nicht? Her damit. Ach so, die müsste ich jetzt natürlich gegen die Eisbombe, nehme ich an, das BOM-Bombe heißen soll, austauschen. Ach komm, warum nicht? Wird schon passen. So, ich weiß nicht, ob das jetzt am Anfang schon so schlau ist, das zu machen, aber ich tue es einfach mal. Okay, gut, da wird gleich noch mehr frei. Wirkung erhöhen, können wir tun. Gut, und die restlichen drei nützen uns nichts mehr. Achso, ich müsste das natürlich auch ausrüsten, oder? Kann ich jetzt hier aber nicht machen. Toll! Wie spricht man dich aus? Cinque? Oder Sink? Irgendwie, keine Ahnung. Ladungsangriff oder die Magnitudenstärke. Komm, wir machen mal hier. So. Ja, wunderbar. Und die Magnitudenstärke plus
Rein damit, da haben wir bei der eine starke Attacke, das ist doch sehr schön. So, wir hier noch verschiedene Taumeln während Erderschütterung. Betäubungsrate, okay. So, Size. Was können wir denn bei dir machen? Doppelkombo, verdoppelt maximale Anzahl normaler Attacken. Okay. Gehen wir erstmal so auf die grundständigen Sachen. Und dann für die anderen Sachen müssen wir dann später erstmal schauen, wie die sich so verhalten im Kampf, wie die so aussehen. Ah, Dunkelwolke, Dunkelwolkenkosten. Gehen wir auf die Wolkendichte. So, 7, 8 Punkte. Festlieb, Bonus. Ich gehe ja überall erstmal auf die Stärke der Angriffe. Ah, gut. Wenn das so ist, dann gebe ich das natürlich gleich aus hier für die Kosten noch mit. Bei 8. Können wir auch direkt auf die Sachen gehen, die zwei, die es gibt. Konterattacke klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Zum richtigen Zeitpunkt A drücken, um nach einem Sturz eine Konterattacke zu starten. Okay, stürzt man denn so oft? Waffe Fäustlinge. Das heißt, ich habe schon gesehen, einer ist wohl mal wieder mit Fäusten unterwegs. Erinnert mich so ein bisschen an Xel aus Final Fantasy 8. So, will ich das jetzt gegen die Eisbombe ersetzen? Ach nee, muss ich gar nicht. Gut. Das ist sehr schön. Ace. Was können wir denn bei dir machen? Mit den 3 Punkten, das ist ja nicht so viel. Eine Nahkampfattacke auszuführen? Nö, wenn ich Nahkampf will, dann gehe ich auf einen, der auch wirklich Nahkampf kann. Gut, lassen wir das mal bei Jack. Was können wir denn da machen? Reflexschuhe 2 erhöht die Angriffskraft, sehr schön. Mit einem Katana greift er an. Okay, okay. So, Queen, du hast ein Langschwert. Richtkreuzgeschwindigkeit können wir nicht machen. Die Kosten, nee, spare ich mir mal. Und bei King, mit dem Revolver, okay. Gehen wir auf Ladung, erhöht die Angriffskraft vom Kraftschuss. Und das Tempo können wir auch noch erhöhen. So, haben wir erstmal, ohne dass wir die Leute richtig kennen, schon was an Punkten ausgegeben hier für sie. Ich wollte nochmal ganz kurz auf, oh, war das hier sie? Gucken wir mal kurz, Entkräftungsschuss, ich glaube schon. Das wollte ich mal reinmachen. So. Speichern brauchen wir, glaube ich, nicht jetzt. Dann mal rein ins Klassenzimmer. Klassenzimmer der Klasse 0. Werden wir von einem Mogri ausgebildet? Das wäre irgendwie sehr bizarr. Okay, hier haben wir jetzt alle unsere... Warum hackt das denn so? Alle unsere Klassenkameraden. Man könnte natürlich auch auf dem Stuhl Platz... Also er nimmt ja auf dem Stuhl Platz. So gesehen ist es ja gar nicht so verkehrt, aber unter auf dem Stuhl Platz nehmen verstehe ich dann doch was anderes. Hey, you eat yet? Was stehen wir ja alle noch so unnütz rum? Los! Ja, nein, ist ein ganz sympathischer Charakter. Haben wir auch schon kennengelernt im Kampf. So, du bist bestimmt King, oder? What is it? Ja. Wenn Mutter mich an die Akademie nahm, war ich eigentlich immer nur in der Magiefakultät. So sehen also die Klassenräume aus. Okay. Checken wir mal so ein bisschen unsere Klassenkameraden ab. Ich glaube, Ace wird dann wohl so unser Hauptcharakter sein, mit dem wir unterwegs sind. Dann haben wir hier noch... You okay? Seven. Nun beginnt also der Kampf um unser neues Leben und unsere Heimat. Ich glaube, King und Seven waren die beiden, die noch mitgekämpft haben, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. All right, let's cut through the formalities. I am now your commanding officer, Kurosame. Commanding officer? Yes. As of this moment, you are under my command. The authorization came directly from Arch-Sorceress Aracia Alracia. From Mother? Hey! Take a hike, yo! We only take orders from Mother. Got it? You're not wanted here, yo! Oh, you son of a bitch, that hurt! Why you? That's enough!
guy is pretty tough. Not for long! He said it was Mother's decision. Are you saying you won't follow Mother's orders? Satisfied? Good. Henceforth, you will execute Dominion missions under my command. When you have no assignment, you will live here, at Academia, with the other cadets. On campus? Yes. We never had to do that before. Why start now? Does that come from Mother, too? Yes. Those are Dr. Aracia's orders. Also, Cadet Machina, Cadet Rem, enter. Two new cadets have been assigned to Class Zero, starting today. Machina Kunigiri. Hello. Rem Tokimiya. Nice to meet you. Let me guess, chaperones? Your time is yours until you receive further orders. I have high hopes for you. May the crystal guide you. Good to see you again. Thanks for the assist the other day. Yeah. Thanks so much for helping us out. Seriously, though, I can't believe Class Zero is real. Why, my friends and I were sure yourselves were just one of Academia's urban legends now we were. And you're so powerful. Just three of you took down a Lassie. Oh, which reminds me. Why were you able to use your weapons in... Na, da hat Kurosama aber ganz schön auf die Kacke gehauen. Und die zwei kennen wir ja, die haben wir ja gerettet vor der Lassie. Und ich dachte mir irgendwie schon, dass die da noch mit reinkommen. Missionsbeginn in 6 Stunden, okay. Ist das jetzt getimed hier? Ja, nein, das passte irgendwie zu dem Charakter, wie er mir bisher vorkam. Dass ausgerechnet er dann erstmal sich wehren will. Aber gut, warum nicht? Mich verwirrt es übrigens total, dass der eine Typ Machina heißt. Weil die Machina in Final Fantasy X alle technologisch hochentwickelten Maschinen waren, die dort, naja, ein bisschen negativ konnotiert waren. Ein bisschen ist gut gesagt. Die sehr negativ konnotiert waren, also dieser Begriff. Ja, warum nicht? Es ist halt am Anfang ein bisschen verwirrend, aber wenn man einmal weiß, dass es ein Name sein soll, dann ist es auch okay. What is it? So, Deuce. Die Beschwörung einer Esper funktioniert normalerweise... fordert normalerweise das eigene Leben, aber es gibt Spezial-Esper, die einem dieses Opfer nicht abverlangen. Okay, gut zu wissen. Dann sollten wir nach Möglichkeit darauf verzichten, die anderen Esper zu rufen. What? Wenn Mutter mich mit... Achso, das hatten wir schon. Jetzt wissen wir auch, wer mit Mutter gemeint ist. Das ist also... Wie ist sie? Aracia Alracia. Ist auch ein sehr spezieller Name. So, hier hinten, die haben wir noch nicht gehabt, ne? So viele neue Leute. Ach, das ist Queen. What's the matter? Jede Klasse hat ihren eigenen Mogrie, der auch außerhalb der Missionen die Kadetten in jeder Form unterstützt. Ja, das haben wir ja schon gemerkt in der ersten Mission, dass wir ständig von einem Mogrie angesprochen wurden. So, wer bist du denn eigentlich? Aria. Sprich mir erst mit dem Mogrie. Geht klar. Also sie hat vielleicht eine Mission für uns, das könnte sein.